Kinder der Götter, hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet, doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. So, und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einem, beziehungsweise willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, dem Jan, und zwar spielen wir hier Assassin's Creed Valhalla nach Ewigkeiten. Lange haben wir hier drauf gewartet. Jetzt ist es wieder soweit, Assassin's Creed. Und erstmal hier schön rumgucken, was hier so alles gibt, bevor wir hier durch die Tür gehen. Aber würde ich mal sagen, gehen wir jetzt durch. Ein Lied für dich. Möge es dich tragen. So. Wo gehen wir denn jetzt hin? Aber bist du ja keine Dringer. Geh. Hast du unseren König gesehen? Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dyrbjorn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Eivor. Komm hoch, Olaf. So. Schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Muss ich gedrückt halten, um zu tanzen? Ja, gut. Ich schlug ab die Köpfe der faltlosen Hirnhunde. Ich sprang von Odins Rumpf und schnitt ab die langen. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. So. Der wirkt durch meinen Hammer. Kommen wir hier nicht durch? Wenn du mit dem König sprichst, halte ihn ins Licht, damit er die feinen Details sieht. Siehst du? Ich habe seinen Namen in Runen eingraviert. Zeigst du es ihm? Du bist genau wie dein Vater, kleine Kriegerin. Skoll, auf dich! Skoll! Siehst du? Sie stimmt zu.
kleine Kriegerin. Warum können wir dann einen Mann spielen? Hä? Ich verstehe das hier noch nicht so ganz. Und? Hast du den Ralf? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf dem Nordwege. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Da haben wir es gleich mal geschafft. Nee, erstmal müssen wir hier noch vorbei. Auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Met uns Stärke bringt. Heldenmut und Ehre ringt. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria. Nach Valhall wird der Held gemacht. Nach Valhall wird der Held gemacht. Das Horn wird die große nicht, Eva. Jetzt noch nicht. Was ist denn jetzt unsere Aufgabe hier? Wahrscheinlich auszugehen. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Eivor! Fahr nach Valhall. Sigurd, nimm das Pferd!
Na gut, warte hier. Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht, wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Ich habe mich lange überlegt, was ich jetzt nehme, ob ich weiblich oder lass den Animus entscheide. Und ich glaube, ich nehme lass den Animus entscheiden, weil das die Standardversion ist und es wohl am Ende irgendwie was geben soll, warum das so ist, dass man sowohl männlich als auch weiblich spielen kann. Also nehme ich den lass den Animus entscheiden. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter, 18. Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters, die Waffe eines Feiglings, einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein.
töte den Rest ihres Trupps. Lass sie leiden. Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Okay, bewegen. Durch Ehre gebunden. Finde und rette deine Besatzung. Halt, R3 halten. Um ohne Sicht zu haben. Okay. Also ich kann Nahrung sammeln, damit ich wieder geheilt werde. Silber auch, um mir irgendwann später mal was zu kaufen. Was ist hier? Ich fühle mich besser. Stärker. Wenn du bei voller Gesundheit war, schade. Jetzt fängt es wieder an, dass ich hier am Anfang erstmal wieder alles plündere und das irgendwann lasse. Ah, ich habe schon eine Axt. Ich dachte, ich bin jetzt ohne Waffen und so. Einen Bogen haben wir auch schon. Kriege ich das hier immer angezeigt? Oder jetzt nur zu Anfang? Ich hoffe nicht, dass ich das immer angezeigt bekomme, weil man irgendwann das ja weiß. Wie man klettert und so. Das Schild kann man nicht mitnehmen. Okay, wo ist denn unsere Besatzung? Ich würde sagen, da hinten. Können wir da hinten ins Haus rein? Das hebe ich für später auf. So, was haben wir hier? Plündern. Wieso muss ich denn hier alles zerstören, ey? Okay. Achso, ist ja voll, das Inventar. Da hinten geht's auch noch rein. So. Dann laufen wir jetzt mal den Berg auf.
Hier wären noch Bären, aber können wir ja nicht. Haben wir ja schon voll das Inventar zum Heilen. So, wo ist denn der Aussichtspunkt? Ja, hier geht's hoch. Was haben wir hier? Wieder Sachen zum Plündern oder Zerstören? Neues Gebiet. Wir gehen nach da oben, weil da der Aussichtspunkt ist. Okay. Also müssen wir nach da hinten. Hier ist Reichtum. Da hinten ist ein Rätsel. Nochmal Reichtum. Und Artefakte. Sehe ich noch nicht. Empfohlene Stärke 1. Aber bevor ich hier weitermache, sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.